Willkommen zum heutigen Kurs Bootstrap CSS. Wir werden uns zusammen anschauen, wie kann man Bootstrap einsetzen auf verschiedene Art und Weisen, mehr oder weniger kompliziert, sage ich mal. Und dann werden wir uns auch natürlich noch anschauen, wie kann man das Bootstrap individualisieren, so dass man eben nicht sofort sieht, dass das ein Bootstrap-Theme ist, sondern man es verwendet als Grundlage für die eigene Website, aber sich so anpasst, dass man selber ein eigenes Design hat. Und die einfachste Methode, die ich dabei gerne verwende, ist auf die Seite bootswatch.com zu gehen. Das ist die hier. Und da gibt es relativ viele vordefinierte Themes. Dieses Darkly ist beispielsweise das Theme, welches ich auch verwendet habe für Stream Battle Cards. Das Theme Sandstone ist auf der anderen Seite zum Beispiel das Theme als Grundlage für Star Battle Online. Da könnt ihr ganz einfach hergehen und euch ein Bootstrap min CSS runterladen. Und dann schnappt ihr euch das. Und ihr habt das komplett fertige Theme und packt es in euer Projekt rein. Machen wir hier mal einen CSS-Folder und da kopiere ich das da rein. Ja, die habe ich gelesen und gelacht, die Nachricht. Und wir machen ein HTML-File. Wir nennen das einfach mal index.html. Bootstrap CSS und fügen unser CSS da ein. Also link rel stylesheet href css bootstrap min. Und schon können wir loslegen. Wir haben jetzt natürlich noch nichts Konkretes drin, aber wenn wir uns das mal öffnen, haben wir hier die Seite und dann können wir uns auch die Sachen inspecten etc. Und wenn wir jetzt irgendwie loslegen wollen, ist es eigentlich total einfach. Wir gehen auf diese Bootswatch-Seite und suchen uns einfach raus, was wir haben wollen. Beispielsweise gucken wir uns mal an, wie das denn aussieht mit dieser Headline hier. Und die reguläre Struktur ist ganz normal Bootstrap. Wir haben hier einen Container, der sorgt für das Responsive-Verhalten und ihr seht, der hüpft. Im Normalfall möchte man das nicht unbedingt haben. Das ist natürlich schön, weil man mehrere definierte Zustände hat. Wir können das jetzt mal kurz machen. So, dann machen wir hier div, class, container. Und ihr seht schon, da wurde ein Container Fluid als erstes angeboten, denn den verwende ich in aller Regel. Und in diesem Container kann man jetzt platzieren, was auch immer man möchte. Die haben hier ein zweispaltiges Layout gemacht, da drüben ist noch was. Und wir setzen jetzt einfach mal eine H1 direkt da rein. H1, Kurs, Bootstrap, CSS, Save. Und dann aktualisieren wir das. Und es sitzt jetzt vermutlich, ja, es sitzt ein bisschen außerhalb. So. Und ihr seht, dass das Ganze zentriert ist. Ja, und jetzt auch, haben wir auch dieses hüpfende Verhalten, wenn es immer weiter runter geht in den einzelnen Breakpoints. Was ich sehr gerne mache, ist diesen Container Fluid zu verwenden. Wir probieren mal und schauen uns, was der Unterschied ist. Wir refreshen und jetzt sitzt es plötzlich ganz links. Aber dafür wächst das dynamisch größer und kleiner. Wenn man das verwendet, hat man das meistens gewünschte flüssige, fluide Verhalten von einer Responsive-Seite, aber es ist keine Größe mehr festgelegt. Deswegen machen wir einen kleinen Helfer da dazu. Stylesheet, Styles CSS und dann machen wir hier zum Beispiel noch einen Punkt Page Wrapper dazu. Und sagen, der hat zum Beispiel eine Max-Width von 1200 Pixeln und
Margin 0 Auto, damit er zentriert ist. Dann nehmen wir uns den Page Wrapper und setzen den um alles drum herum. Aktualisieren nochmal. Und Moment. Achso, einbinden wäre noch eine gute Idee. Rel Stylesheet href CSS Styles. Zack. Und Refresh, jetzt sehen wir, dass du wieder ein bisschen rübergerutscht. Und hier flackert es ein bisschen arg. Ich mach mal den da. Dann sehen wir es hier. So sieht es viel flüssiger aus, als wenn es von der linken Seite auskommt. Oder eben, wenn ich das wieder eindocke, so, wir gehen in eine Mobile-Ansicht. Dann fehlt uns da jetzt noch, achso, uns fehlt noch der Zusatz mit der Width und so weiter. Wir müssen eine Angabe reinmachen. Und zwar, die können wir uns hier kurz abgucken, damit das Mobile nicht immer kleiner wird. Das hat jetzt nichts mit Bootstrap zu tun. Das finden wir hier im Header. Viewport Content Device Width Initial Scale 1. Das braucht man. Copy Element. Und dann packen wir das hier mal in die Meta-Attribute dazu. Und dann haben wir das hier als richtig schönes Responsive-Verhalten. Zack. Und dann wieder die Variante. Huch, was habt ihr gesehen? Da sind einfach die Dinger verschwunden. Ja, also dieses Theme, wenn wir uns die Schrift angucken, unter Computed, hat jetzt automatisch zum Beispiel die Roboto-Schrift mit drin, das lädt es automatisch, hat hier eine entsprechende Schriftgröße, 35, das müsste kleiner, wird das kleiner, responsive? Ah, nee, doch nicht. Und die Hintergrundfarbe passt. Wir haben jetzt eins genommen, was halt weiß als Hintergrundfarbe hat. Aber ansonsten ist alles definiert. Wir können verschiedenste Sachen verwenden. Grüß dich, Okumichi. Zum Beispiel die Buttons. Und dazu müssen wir nur hierher gehen und so eine Komponente kopieren. Na, Copy Element. Und wir setzen ihn einfach mal hier noch mit dazu. Und dann haben wir hier noch einen Primärbutton dabei. Also es funktioniert dann tatsächlich wie so ein Baukasten, dass man sich nur noch bedienen muss, was man hiervon eigentlich braucht. Und das Interessanteste ist natürlich das Grid. Das Grid zu verwenden, um entsprechende responsive Layouts zu machen. Wie zum Beispiel hier haben wir ein dreispaltiges Grid. Zack. Wir haben hier diese drei Basiscontainer, wir haben eine Row und dann mehrere Calls drin. Und hier steht jetzt immer Call LG4. Da gibt es eine bestimmte Konvention in Bootstrap. Bootstrap hat immer ein 12-spaltiges Layout. Und die Angabe ist, wie viele von diesen Spalten möchte ich überspannen. Also wenn ich ein 3-spaltiges Layout haben möchte, muss ich 12 durch 3 teilen und dann kommt natürlich 4 raus. Also verwende ich 4 Spalten, die ich überspannen möchte, um so eine Column zu erstellen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr berücksichtigen müsst. Es gibt immer nur einen äußeren Container, egal ob Container oder Container Fluid. Und Rows mit Calls können beliebig oft ineinander verschachtelt werden. Kann ich gleich neu anfangen. Jetzt nehmen wir das mal hier und machen hier eine Row rein und dann packen wir den Button. Das reicht noch nicht. Eine Row und eine Call werden immer zusammen benötigt. Und ich zeige euch gleich warum. Dann nehmen wir einfach mal eine Call ohne irgendwas, eine beliebig große Call, die auch keine responsive Veränderung hat. Wir gucken uns das einfach nur so an. Was macht das? Okay, wir gucken uns an, der Container Fluid, der hat hier außen ein Padding von 15px. Das ist die Hälfte des sogenannten Gutters.
Gatter ist immer, also es gibt ein Außengatter um das gesamte Grid und es gibt ein Innengatter. Meeting zu Ende, ja, die Basics kenne ich. Okay. Und wenn wir eine Row haben, dann sehen wir, dass die plötzlich bis zum Rand geht. Hier haben wir ein Margin von minus 15. Das geht exakt über dieses Gatter nach außen. Dann denkt man sich so, okay, warum? Man möchte ja einen Abstand nach innen haben und der Primary Button sitzt ja auch nicht am Rand. Das ist ein sehr, sehr interessanter Trick. Man macht den äußersten Container kleiner. Dann macht man eine Zeile, die wieder drüber hinausspannt. Und dann kann man innen drin diese Columns setzen, die jetzt Paddings verwenden. Und wenn wir jetzt mehrere von denen nebeneinander haben, dann addieren sich diese 15er auf zu 30. Dann haben wir zwischen den einzelnen kombinierten Spalten, die wir haben, wenn zum Beispiel vier zusammen sind, haben wir immer den 30er Abstand dazwischen, ohne dass wir berücksichtigen müssen, welche von diesen Calls jetzt als erstes kommt und welche als letztes kommt, weil die Außenabstände durch dieses Erweitern nach außen quasi verschwunden gehen. Ja, die... Nochmal hier. Der Container Fluid verkleinert, die Row expandet wieder nach außen und die Call macht durch das Padding wieder nach innen. Jetzt stellen wir mal mehrere Calls nebeneinander und gucken, was passiert. Wir nehmen jetzt mal eine Call LG4, genauso wie es im anderen Beispiel der Fall ist, und machen drei Stück daneben. Jetzt sind die komischerweise untereinander. Die waren doch vorhin nebeneinander. Large bedeutet das, LG, also das, was da dahinter steht, ist der Breakpoint. Wenn wir das Bild jetzt immer größer machen, plopp, auf einmal stehen sie nebeneinander. Jetzt haben wir den Breakpoint Large überschritten, der ist bei, ich glaube, 9192, genau. Und hier sehen wir jetzt, da dazwischen haben wir die Hälfte des Gatters, haben wir von der linken Seite und die andere Hälfte von der rechten Seite. Und dann danach wieder genau dasselbe. Das ist dieser Trick da dran. Ihr habt also immer diese 15 Pixel und die kommen von beiden Seiten zusammen. Und wenn ihr jetzt, und wir bilden dadurch den Zwischenabstand, wenn ihr jetzt die Call weglassen würdet, du kennst nur Call MD8, es gibt alle möglichen Calls. Wir nehmen jetzt mal hier die Call weg und setzen den Button einfach rein, weil das passiert tatsächlich relativ häufig. Die Leute sagen, ja, ich mache eine neue Zeile und dann setze ich da was rein. Und dann fällt dieser Button auf einmal ganz links raus, weil wir haben nur einen Teil. Wir haben die Erweiterung des Containers, die Konterbewegung der Row, aber haben innen drin nicht das Column-Element, welches dann wieder für den Innenplatz sorgt. Ich weiß, das ist in Verbindung mit CSS Flex und CSS Style. Mit max 50% ist das schon okay. Ah, okay, ja. Naja. Das Gegenteil ist auch der Fall. Wenn man hergeht und sich denkt, oh, okay, ich machen wir mal den Sechser. Und den möchte ich innen drin aber nochmal aufteilen. Und dann macht man hier nochmal eine Call rein. Und sagt wieder 6, also halbieren. Dann machen wir hier den Button rein und dann nochmal einen. Jetzt nehmen wir die da raus, damit wir nur das sehen, was wir sehen wollen. Und plötzlich haben wir hier einen doppelten Abstand, weil eine Row drumherum fehlt. Wenn wir jetzt hier drin nochmal eine Row hätten, so, dann würde das wieder funktionieren, weil die Row ja das ausgleicht. Ne? Die Row schiebt mit minus 15 nach außen, damit diese Blockplatzierung intern funktionieren kann. Das ist super wichtig, was das Grid von Bootstrap angeht. Du kannst auch 683 nehmen bei Bootstrap, wenn nur Prozentangaben verwendet. Er berechnet das sowieso. Das heißt, 33% werden ebenfalls nicht wirklich. Das überschreitet 12. Wenn du 683 machst, dann bist du bei 1417. Können wir uns mal angucken, was dann passiert. Das kann man einsetzen als Trick für gewisse Dinge. Also machen wir mal das da weg, das Äußere wieder. So, also 6, 8,
und 3. Ihr könnt gerne mal raten, was passiert. Hast du nur so gesagt. Ihr könnt ja gerne mal, bevor ich es aktualisiere, raten, was passiert. Ihr könnt ja mal raten, was dann passiert. Ihr könnt raten, was dann passiert. So. Ganz genau, genau. Es landet das unten drunter. Wir haben zuallererst den Sechser, also die Hälfte. 6 von 12. Alle Störungen außen lässt sowas an. Der Achter passt natürlich nicht mehr dran, weil der zwei Drittel hat. Und der da passt natürlich wieder ran und wir haben sogar noch eine Spalte rechts übrig. Sowas da kann man ganz gerne mal einsetzen, indem man zum Beispiel macht 6, 6, 12. Dann hat man eine Spalte hier, eine da und die nächste rückt dort hinein und ist vollflächig. Das kann man gerne mal einsetzen, um solche Dinge zu tun und dadurch dieses Umbruchverhalten auszunutzen. Wir können da auch andere Dinge reinsetzen als nur Buttons. Wir können mal zum Beispiel heruntergehen und zum Beispiel so eine coole Karte verwenden. Das ist auch eine Möglichkeit. Nehmen wir mal hier eine, Copy Element. Und statt dem Button da rechts setzen wir mal hier eine Card rein. Die Sachen, die hier so extra drin sind, machen wir mal raus. Wir wollen Card. Da müssen wir mal gucken, ob das Text White was macht, was zu Bootstrap gehört. Oder ob das von denen selber Bootstrap. Ja, okay. Oh, interessant. Title, bla, Quick Example Text. Und theoretisch könnten wir dahinter dann auch nochmal einen Button setzen. Da kann ja drin sein in so einer Karte, was will. Zig, 10 Farben oder so. Ich habe das bisher noch nie verwendet, weil in der Regel macht man sich seine eigenen Farben. Da kommen wir dann später noch beim Individualisieren dazu. Und jetzt haben wir hier eben so eine Karte drin sitzen, die wir befüllen können. Da haben wir unseren Button reingesetzt. Das ist tatsächlich wie so ein Baukasten. Und diese Spalte erhöht sich natürlich. Ja, die sitzen nebeneinander, die bleiben immer gleich hoch und die andere kommt unten drunter. Also der Button rutscht natürlich nicht nach da oben. Wie bei Buttons ein paar Standards haben mit auch Text Mute. Was ich zum Beispiel gerne verwende ist, gucken wir mal, ob das hier, also hier müsste das funktionieren. Bei der H1 sagen wir mal Add Attribute, Class gleich Text Center. Das ist zum Beispiel sehr, sehr praktisch an manchen Stellen. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Ja, ich werde heute mal nicht alles wiederholen, aber Dankeschön. Also das sind sogenannte Quarks. Damit kann man einzelne Attribute setzen. Da war vorher auch MB3 dabei. Das macht einen Margin Bottom hinzu. Ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, eine große Anzahl von denen zu verwenden, vor allem nicht von den Spacern, aber da, wie gesagt, kommen wir später dazu beim Individualisieren von Bootstrap. Wir gucken mal noch ein bisschen rein, was es so gibt. Sowas wie die Karten sind teilweise praktisch, weil sie eine schöne Struktur vorgeben, wie man das aufbauen kann. Also eine Karte, dann ein Header und ein Body, dann noch ein Title und den Text innen drin. Solche Geschichten werden dadurch vorgegeben. Wobei das jetzt, glaube ich, sogar Card Text. Ja, das würde es, glaube ich, Card Title. Den gibt's. Mhm. Aber der Card Text, meine, den haben sie jetzt erfunden. Da muss man einfach ein bisschen nachschauen. Ja, da ändert sich nichts, wenn ich das rausnehme. Dann. Haben wir jetzt was relativ Einfaches getestet. Und es gibt noch zwei, drei weitere Sachen, die relativ interessant sind. Es wird gerade gesagt, der Header. Header kann man tatsächlich gerne übernehmen, wenn man jetzt nicht unbedingt verrückte zusätzliche Dinge benötigt. Und ansonsten sind die Formulare noch interessant. Das ist ein sehr, sehr schlauer Aufbau, gerade auch was das
Einsetzen von Error-Messages oder so angeht. Jetzt haben wir hier die Darstellung, gehen wir mal in die rüber. Na, da sehen wir das hier mit Titeln und so weiter. Der Header, genau, wie gerade erwähnt. Buttons, selbstverständlich, die braucht man häufig. Und noch Modals. Modal wird hier nicht wirklich als... Modal bedeutet sowas, ein Overlay. Hintergrund wird dunkel und dann erscheint was in der Mitte. Und die Modals haben einen interessanten Aufbau, den können wir uns noch angucken. Jetzt gucken wir mal, wie so ein Header funktioniert. Wenn man einen simplen Header machen möchte, der ein paar wenige Sachen hat, dann schnappen wir uns einfach mal das ganze Ding. Wir kopieren uns das gesamte Element und gucken einfach mal, was da drin ist. Wir gehen jetzt in unseren Body, denn der soll ja nicht eingeschlossen sein durch den Page Wrapper, den wir gemacht haben. Und dann sehen wir schon, okay, das ist ein riesengroßes Teil und wir machen da vielleicht ein bisschen was raus. Interessant, was auffällt, ist, dass wir hier wieder unseren Container haben. Das ist genau dasselbe Verhalten wie da außen. Drin ist bestimmt ein Spinnennest. Wenn wir den natürlich genauso fluid machen wollen, dann würde der wieder auf die maximale Größe gehen. Heißt also, wir schnappen unseren Page Wrapper und setzen den auch hier mit rein. Damit wir den eingeschlossen haben. Das könnten wir aber auch, dieses Max Width und Margin Center, könnten wir natürlich auch über die Basisklasse hier Navbar, Fix Top und so weiter machen. Wir haben hier verschiedene Klassen. Wir können das über Fixed, können wir es Fixed machen. Ansonsten bleibt es halt oben stehen und verschwindet. Dann haben wir so einen Container. Und hier haben wir die Brand. Our Brand, das ist sozusagen der Link. Aber mal so, der immer auf die Startseite führt. Und daneben haben wir jetzt ein paar Sachen für Responsive. Und das ist ein bisschen crazy. Man kann hier einstellen mit Collapse und bla bla bla, dass diese Sachen sich verändern und im Mobile dann umschwappen. Wir machen es mal ganz simpel. Nehmen so eine Navbar. Oh Gott, ich glaube, da müssten wir... Das ist... Aber das dann noch weg. So. Und... Dropdown Divider. Test. Test 2. Test 3. Den Rest hauen wir weg, damit es mal nicht so groß ist. Und dann hätten wir noch den Rest, den wir jetzt einfach mal weghauen. Und dann gucken wir uns das an, was dabei... Dahin will ich. Was dabei rauskommt. Zack. Wir haben jetzt also unsere Navbar reingeholt, den fluiden Container, damit es nicht hüpft. Wir haben unseren Basislink, in den könnte man zum Beispiel dann auch ein Bild reinmachen. Die meisten Seiten haben ja ein Bild als Logo zum draufklicken. Und dann haben wir daneben noch eine Navbar. Spannend, ob das jetzt auch stimmt, was ich erzählt habe. Das geht jetzt nicht auf. Haben wir da diese Collapse-Klasse noch drauf? Dropdown, ja, stimmt. Nav-Item, Navbar. Damn, ich wollte ja eigentlich die andere Navbar haben. Ich bin doof. Ich habe zu viel weggemacht. Gucken wir uns das nochmal an. Da, der Button, Collapse. Das ist so klein, sorry. Ich muss das hier ein bisschen größer machen, dass das wieder umschwappt. Und das darunter. Hier stehen nämlich Sachen nebeneinander. Das ist das, was wir brauchen. Das ist dieses Block-Ding. Und das ist einfach nur Navbar Nav, Item und dann haben wir einen Link drin. Navbar Nav, Item und da ist ein Link drin. Das heißt, die weiteren Links, die wir haben wollen, die stehen ohne eine weitere Liste hier drin. Und haben noch dieses Navbar Item drumherum. So.
li class nav item. Och Gottchen. Haben wir hier mal 3 Stück davon. Machen diese Links da rein. Und aktualisieren. Jetzt habe ich es beim ersten, habe ich es immer noch dran. Mit dem Dropdown-Toggle. Brand. Themes. Ach so, der da. Ja, den muss ich noch wegmachen. Da haben wir es. Jetzt ist es komplett zentriert. Fluid. Der da. Ach so. Oh. Oh wow, der hat, ach so, der hat keine Width von 100%. Wie interessant. Deswegen ist der in der Mitte. Width 100%. Nein. Auf Banav. Page Wrapper. Die hatten, wenn wir das mal ausschalten, die hatten hier den normalen Container drin, nur der hüpft halt. Ich dock das nochmal aus. Ich wollte nicht WebStorm mehr schnappen. Zack. Sondern dieses hier. Ja, und da haben wir noch Responsive-Verhalten drin. Also das Menü anzupassen, das ist teilweise nicht ganz so simpel. Da muss man ein bisschen mit rumeiern. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch groß drauf eingehen will. Das war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, mit sowas zu starten. Wir können hier das Expand LG rausnehmen. Oh, das noch. Und dann... Nee, das macht's auch nicht. Fix Top Dark Primary Container. Das liegt an der hier, nicht wahr? Die sitzen alle da drin. Ich habe, um ehrlich zu sein, schon lange keine Nav... Achso, ihr seht das jetzt gar nicht. Das sitzt hier untereinander. Ich habe schon lange keine solche Navbar mehr verwendet, weil mein Header... Ja, die baut man doch gerne selber. Ich glaube, da müsste man eher in die Bootstrap-Doku reinschauen und sich das dann angucken, wie das genau abläuft mit der Navigation. Das ist ein bisschen ein zu großes Thema, um das jetzt mal kurzerhand abzuhandeln. Wir gehen einfach zu einem anderen Ding weiter und hauen das nochmal raus. Denn wir wollen uns noch 2 andere Sachen anschauen. Wie wir es individualisieren können und noch eine andere Art und Weise, wie wir Bootstrap verwenden können. Deswegen noch 2 kleine Verweise erstmal. Wir wollen jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, wie baut man Sachen zusammen, denn es ist in der Regel sehr baukastenartig. Beispiel die Formulare. Die haben einen interessanten Aufbau. Da hat man das Formular außen, dann diese einzelnen Formgruppen drin. Und ja, das mit dem PageWrapper dient dazu, damit der Container Fluid nicht bis in alle Ewigkeit größer wird. Der limitiert das einfach auf eine bestimmte Maximalgröße. In der Regel will man einen Content-Bereich haben, der zwischen 1200 und 1400 Pixeln ist und nicht 100% Bildbreite hat. Und der normale Container, der macht das stepwise, aber das hatten wir vorhin schon. Da drin ist dann immer ein Label. Das ist das, was man oben drüber sieht. Connected mit dem entsprechenden Input. Drunter kann man noch einen Tipp hinmachen. Und genauso kann man dieses gesamte Feld mit so einem zum Beispiel Has Success oder Has Danger mit Rot und Orange oder sowas ausstatten. Valid Feedback. Und sich somit seine Boxen zusammenbauen. Das ist eine ganz coole Geschichte. Man kann diese Boxen auch nebeneinander setzen. Also man könnte auch 2 Felder nebeneinander machen, indem man... Das müsste eigentlich
Haben wir da ein Beispiel davon? Ich glaube, die haben die alle rausgenommen. Aber ihr findet, wenn ihr in die Bootstrap-Doku guckt, ich glaube, man kann hier auch sowas wie Call. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Call 6, Call LG6 reinmachen. Genau. Und dann wird das Ding kleiner. Und dann kann man davon. Weiß nicht, ob das jetzt mit der nächsten auch geht. Aber nagel mich nicht darauf fest, nee, das muss anders funktionieren. Das muss intern sein. Also wenn ihr zwei Felder nebeneinander machen wollt, dann gibt es da ist noch eine Art Subgruppierung. Wir können mal kurz gucken auf Bootstrap Form. Bootstrap Forms. Und hier haben sie Beispiele drin. Hier stehen jetzt alle einzeln und irgendwo in dieser ewig langen Liste, zum Beispiel hier, ja, Form Group. MB, da, 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 da. Und dann haben sie dort Label, Input, Form, Control, Passwort und dann dahinter noch ein Button. Die stehen jetzt nebeneinander. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Hier Form, Row, Column, Column, ohne irgendwas. Die suchen sich selber die Breite und dann die Inputs reinmachen, stehen sie nebeneinander. Man kann aber auch eine Form, ja, jetzt genau, Form, Row. Und dann das normale Column-Verhalten. Also nicht nur Row, sondern dann braucht man eine Form-Row. Und da könnt ihr dann, meistens macht man das mit First Name und Last Name oder hier City, State etc. Da einfach nur reingehen, ihr könnt das nachbauen. Genau diese Sachen funktionieren auch. Wir nehmen uns mal genau dieses Formular, auch wenn ihr ein Boots Watch-Theme verwendet. Und dann schnappen wir uns das mal hier rein und gucken uns das bei unserem Ding an. So, und dann haben wir hier dieses entsprechende Formular mit den zwei nebeneinander stehenden Feldern. Ihr seht natürlich jetzt, dass die Sachen total nah aufeinander stehen. Das sind die Stellen, an denen in Bootstrap gerne sowas verwendet wird wie diese, haben wir die hier? Ah, hier in dem Fall nicht. Aber es gibt oftmals so irgendwie so MB3 für Margin Bottom 3. Ganz konkret ist es so, dass es ein paar Bezeichner gibt. LG steht für Large, XL steht für Extra Large. Ich mache euch mal eine Liste. Es müsste geben XS für Extra Small, SM für Small, MD für Medium, dann LG für Large und XL für Extra Large. Ich meine, das müssten die sein. Bei XS bin ich mir nicht ganz sicher, aber diese fünf müsste es haben. Und wenn ihr jetzt irgendeine Definition macht, jetzt sagen wir mal hier, wir wollen Call MD6 haben. Und bei der anderen auch. Ihr seht, es verändert sich erstmal nichts. Dann bedeutet das, von dem Breakpoint Medium aufwärts verwende nur 6 Spalten. Und sobald du unter Medium fällst, wirst du automatisch zu 12. Und die kann man jetzt natürlich kombinieren. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir machen bei Medium machen wir 4. Jetzt wird es kleiner. 4. Und fügen noch was weiteres hinzu. Wir sagen jetzt Call Small 6. Also bei Small sollen die Felder auf 6 vergrößert werden. Call SM6. Und jetzt können wir zum Beispiel hergehen und sagen, wir machen sie auf Large noch kleiner. Call LG, dann gehen wir, machen wir mal 3, genau. Bei dem hier auch. Call LG3. Zack. Und wie wir jetzt sehen, wenn ich das hier wieder größer mache, docke ich mir das aus, damit das besser zum Zeigen geht. Haben wir hier sehr, sehr kleine Felder. Also, das ist die Hälfte. Man sieht es hier ganz gut. Hier ist ja die Mitte. 2 mal 3 sind 6 von 12. Dann werden wir immer kleiner und unter 990 wird es jetzt größer. Jetzt sind sie bei 4 und 4, also 2 Drittel. Und wenn ich jetzt zu Small gehe, werden sie auf 50-50. Und wenn ich jetzt noch zu XS komme, ja, dann werden sie auf 100%. Das heißt, immer unter der letzten Definition erweitert sich es auf 100%. Das ist super praktisch. Ich habe eine Mail bekommen. War das eine von diesen Notifications, die ich erwähnt hatte?
glaube, das war eine von den Push-Out-Modifications. Super praktisch, also es funktioniert in einer Form-Row ganz genauso wie in einer regulären Row. Und deswegen nicht von diesen SMMDLG-Werten verwirren lassen. Das sind einfach nur die Breakpoint-Angaben, die Zahl dahinter, wie viele Spalten überspannt werden sollen. Damit kann man sehr, sehr viel steuern. Und das ist so eins der wichtigsten Werkzeuge, das Bootstrap eigentlich mitbringt. Dann Formulare, genau, da waren wir gerade. Wenn ihr ein bestimmtes Layout wissen wollt, einfach Bootstrap Form eingeben. Ihr seht, wie klein der Balken ist. Man kann hier endlos runterscrollen und sich alle möglichen Kombinationen angucken, was man so brauchen könnte. Und dann schnappt man sich einfach nur das entsprechende Markup und macht hier eventuell noch mit so Margin Right Small 2. Also solche Sachen macht man eventuell raus. Das ist natürlich, man kann es verwenden, aber da ist man dann angewiesen, dass immer die gleichen Dinge im Markup drin sind. Und wehe, man ändert es mal in einem Formular und nicht in allen anderen, dann verhalten sie sich unterschiedlich. Das ist ein bisschen problematisch. Also mit solchen Quarks muss man ein bisschen aufpassen. So Einzel-CSS-Einstellungen. Aber wie ihr seht, man kann da wunderschöne Formulare mit aufbauen. Und die Karten finde ich sehr praktisch. Diese kleinen Pillen sind häufig praktisch, um irgendwas darzustellen. Badges heißen die. Genauso wie diese Progress Bars. Die sind auch praktisch. Und natürlich die Boxen. Ihr kennt vielleicht ein paar davon. Wir haben so eine helle Box haben wir eingesetzt als Notification bei Battle Cards. Den Progress Bar haben wir da auch eingesetzt. Und so weiter. Und Modal ist natürlich halt auch super praktisch. Ihr habt da den gesamten Ablauf. Die haben es hier ein bisschen angepasst, dass es nicht über dem Bild drüber steht. Man sieht hier, die haben einiges überschrieben. Und jetzt hängt das Ding. Achso, Display Block, genau. Jetzt hängt das hier oben. Müsste man dazu ein Show hinzufügen? Oder Active? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Meistens macht man das eh selber, weil man noch eine Animation mit drauf klatscht. Also, wir machen mal Display Block und dann sitzt das Ding da einfach. Wir haben einen komplett überspannenden Hintergrund, den man zum Beispiel auch Background RGBA 0000.6 machen könnte. Und schon haben wir so ein Overlay. Easy Snacks. Gibt es JS ein- und ausblendet? Weiß nicht. Aktuellen V5 machen. Ja, wir machen jetzt mal ohne JavaScript dabei. Weil mit JavaScript, das ist immer so eine Sache, dann ist die Frage, was hat man sonst noch eventuell an Frameworks oder Bibliotheken mit drin in seiner Seite? Und dann muss man das unter einen Hut bekommen. Das ist unter Umständen schwierig, aber das reine CSS zu verwenden und mit ein bisschen Funktionalität zu versorgen, ist relativ simpel. Ja. Gut. Dann wäre die Frage, wie können wir das jetzt ein bisschen individuell gestalten? Ich schiebe mal das wieder darüber, damit ihr das hier in der Mitte seht. Und im Grunde ist das Vorgehen, das ich gleich zeige, identisch mit der anderen Methode Bootstrap einzusetzen. Das ist sehr, sehr praktisch, weil man sich nichts Neues erarbeiten muss. Ich möchte aber kurz noch die andere Methode zeigen, Bootstrap einzusetzen, und dann gehen wir aufs Individualisieren, weil im Normalfall ist es kein Problem. Ihr baut eine kleine Website, da ist sowieso nicht viel Content drin, was jetzt dieses Datenvolumen angeht, dann schnappt ihr euch das Bootstrap CSS, ihr klatscht es einfach rein, auch wenn ihr nur 3% von dem nutzt, was Bootstrap bietet, dann kommt es mit 21k oder so Downloadgröße. Ist jetzt nicht die Welt, wenn die Website nicht irgendwie ansonsten 7 Megabyte groß ist. Manchmal, schon ist die Seite doppelt so groß. Die Sache ist die, es wird gerne argumentiert, ja, ich baue meine Sachen lieber selber, dann ist es schön klein und kompakt und ich nehme nicht so einen riesen Teil rein. Das ist nur bedingt wahr.
Ich war schon in einem Projekt, da wurde genau das gleiche Argument angebracht und da hat man sich alles selber zusammengecodet. Das gesamte CSS hat auch Less dafür eingesetzt und sehr, sehr wenig. Und es wurde, da kommt schon der erste Kommentar, das habe ich gemacht, es wurde immer mehr Bootstrap. Nee, es war so, es wurde alles selber gebaut, wurde auch Less dafür eingesetzt, es wurde sehr, sehr viel extended, damit der Code wiederverwendet wird. Und extend bedeutet, man hat einen zentralen Selektor und dann wird der andere Selektor mit Komma hinzugefügt, hinzugefügt und hinzugefügt, damit das CSS nicht dupliziert wird, sondern einfach der Selektor für mehrere verschiedene Elemente greift. Und so viel CSS-Bums drin, dass ich gleich Bootstrap nehmen hätte können und mir vermutlich einen halben Tag Arbeit gespart hätte. Exakt. Das Ergebnis war, in dieser Seite, das war eine große Kundenseite, war allein ein einziger Selektor, der gerade mal drei oder vier CSS-Attribute gesetzt hat. Nur der Selektor war 7 Kilobyte groß, weil der überall verwendet wurde und überall extended wurde. Das heißt, nur der Selektor, um drei einzelne CSS-Attribute zu setzen, hatte schon ein Drittel der Größe des gesamten Bootstrap-Frameworks. Und das ist eben häufig der Trugschluss, dass man meint, wenn man etwas selber macht, dass es kleiner wäre. Es ist nur eine kleine Mini-Page in meinem Fall und alles ist plain hingeschrieben. Also zugegeben, meine Mini-Seite hier ist auch ohne Bootstrap. Als ich mich das letzte Mal da dran gesetzt habe, habe ich mir auch gedacht, so warum eigentlich? Okay, die kann wirklich nicht viel, aber ja, im Normalfall würde ich eigentlich immer erstmal Bootstrap reinklatschen. Und die Sache ist einfach die. Die Hersteller von Bootstrap, die befassen sich natürlich seit Jahren damit. Und deren Fokus ist ja auch, das Ding so klein wie möglich zu halten. Das heißt, auch wenn du sehr, sehr viele Sachen reinnimmst, die du nicht verwendest, ist es so schön abstrakt gebaut, dass du in Summe für die meisten Basisdinge super wenig Code brauchst. Und auch mit sehr, sehr wenig eigenem Code die Dinge individualisieren kannst. Den springenden Punkt haben wir auch im Rewind mit drin. 7K-Selektor klingt auch hochperformant. Ja, der Browser hat an sowas dann auch sehr zu schlucken. Von daher empfiehlt es sich aus verschiedenen Gründen, so einen Industriestandard zu verwenden. Es ist tatsächlich, auch wenn man es erstmal nicht erwartet, einfach performant und gar nicht so groß im Umfang. Und man hat selber, wenn man jetzt ein größeres Projekt hat und selbst bei einem kleineren, wie es gerade erwähnt wurde, kommt man schnell in Bereiche, in denen man die Größe von sowas schon überschreitet. Es gibt noch eine Menge Alternativen zu Bootstrap. Wir befassen uns heute aber nur mit Bootstrap. Dann gucken wir uns mal an, wie wir Bootstrap noch verwenden können, wenn man sagt, okay, mir ist es jetzt aber wirklich wichtig, ich habe schon eine große Seite, da sind sehr, sehr viele Module sollen da reingebaut werden. Wir brauchen von Bootstrap zum Beispiel nur das Grid, das Formular und vielleicht noch ein paar kleine weitere Helferlein und das reicht uns und den Rest wollen wir gar nicht haben. Wir legen uns dazu ein neues Package.json an und machen hier rein Bootstrap. Wir nehmen die aktuellste Version und dann speichern wir das mal. npm install. Das kommt jetzt auf dasselbe raus, als würden wir hier zu Bootstrap gehen und irgendwie, ich weiß nicht, ob es unter Download ist, aber auf jeden Fall müsste es unter Git vorhanden sein, dass man hier genau die SCSS-Pakete bekommt. Das ist gerade das, was wir runterladen. Da ist das SAS-Gerümpel drin. Und unter diesen Files haben wir dieses Bootstrap SCSS. Und da sind alle Imports drin, die man benötigt. Und diese Datei, die holen wir uns jetzt. Also unter Bootstrap, wenn ihr euch das selber runterladet, den SCSS-Folder nehmen. Da ist alles drin. Und ihr braucht die Basisdatei Bootstrap SCSS. Wir nehmen uns einfach mal den Inhalt von der und gehen zurück. Die Installation ist fertig.
und haben das jetzt hier in unserem Node Modules Bootstrap drin und da ist dieser SCSS Folder. Und was wir jetzt machen wollen, ist Bootstrap, da ist zum Beispiel nur das Grid, wir wollen Bootstrap jetzt nicht über diese Datei bauen, sondern wir nehmen die selber. Wir nehmen selber eine Datei her, die der entspricht und bauen das zusammen. Dann machen wir uns einen weiteren Folder. Den nennen wir jetzt mal SAS, auch wenn es SCSS ist. Es läuft über das SAS-System. Machen uns ein Stylesheet SCSS Bootstrap. Zack, mit dem Unterstrich davor. Wie beim CSS-Kurs beschrieben, wir wollen keine Output-Datei haben, sondern einfach nur eine Template-Datei. Jetzt funktionieren natürlich all diese Imports nicht, weil die Pfade nicht stimmen. Dann gehen wir also her und fixen diese Pfade. Was müssen wir machen in dem Fall? Wir gehen einmal zurück, dann gehen wir in Node. Oh no. Das da hat er irgendwie nicht mehr. Jetzt? Jetzt hat er die da oben nicht mehr. Ah, wenn man einmal Shift dazu drückt. Okay. Punkt, Punkt, slash Node Modules, slash Bootstrap, slash SCSS. Und da haben wir's. Jetzt sind alle Pfade gefixt und wir ziehen alles dort her. Cannot resolve helpers. SCSS. Helpers. Ja. Ja, tatsächlich. Oh, der hat was anderes installiert. Ja, jetzt guck an. Okay, dann nehmen wir die Variante, die hier installiert wurde. Okay. Machen wir es doch so. Und vielleicht ist das die bessere Idee. Dann ziehen wir das nochmal hier rein. Zack. Machen wir das. Und jetzt können wir uns raussuchen, was wir brauchen. Functions gehört zum Standardpaket, genauso wie Variablen, Mixins, dann haben wir noch Root, Reboot und so weiter. Type gehört, glaube ich, auch noch dazu. Images, Code. Irgendwo ab hier können wir anfangen, das Zeug rauszunehmen. Wir können alles deaktivieren, was wir da nicht brauchen. Wir können mal in Type reingucken. Das ist die Typografie. Wenn wir eine eigene Typografie anlegen wollen, dann nimmt man das halt auch raus. Jetzt gucken wir mal rein, was bei Images drin ist. Da haben wir Thumbnails, Figure und so weiter. Das macht, glaube ich, auch noch Sinn mitzunehmen. Code wird dann das Code-Tag sein. Und Pre und so weiter. Und da würde ich sagen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ein wunderschönes Hallo, Rensemme. SUS-System. Und jetzt können wir uns aussuchen, was wir haben wollen. Das Grid ist in der Regel, braucht man in der Regel, genauso wie Tabellen, Formulare und Buttons. Dann braucht man üblicherweise einen Alert. List Group ist auch immer sehr, sehr praktisch zu haben. Modal auf jeden Fall. Und ich glaube, das war's. Eventuell mal noch die Utilities. Ja. Und dann habt ihr natürlich schon extrem viel rausgeschmissen, was ihr nicht braucht. Beim Grid musste man an Tron denken. So. Und dann erstellen wir unser eigenes Stylesheet. Styles, SCSS, ohne Unterstrich, als Output-File. Dort kommen unsere ganzen Includes rein. Als erstes natürlich, oder Imports, Bootstrap. So, sollen wir einen File-Watcher hinzufügen für SAS? Ja. Bitte. Okay. Und jetzt machen wir hier mal einen Change und speichern das und dann baut sich das hoffentlich. Running File Watcher. Okay, und dann haben wir hier ein fertiges Style CSS und eine Style CSS Map. Jetzt
gehen wir so vor, dass wir in unserer Index.html das mal austauschen. Wir nehmen das Bootstrap raus und das CSS-Styles auch. Wir laden es uns jetzt mal aus unserem SAS-Folder raus und gucken, was passiert. SAS Styles CSS. F5. Und jetzt hat sich ein bisschen was verändert, ne? Lukas, du musst gleich wieder los. Tut mir leid, da, aber du kannst das dann im als VOD anschauen. Wir haben immer noch den Style für die Formulare. Wir haben die Button Styles. Ihr habt gesehen, die Farben haben sich jetzt ein bisschen verändert, weil wir natürlich nicht mehr das Boots Watch Theme haben, sondern wir haben die Standard Bootstrap Farben. Die Font hat sich jetzt geändert auf Computed Font Family Apple System und so. Ein bisschen, ist nicht mehr Roboto, sondern halt eine andere Schrift. Ja, das ist also ein völlig ungestyltes Standard Bootstrap Theme. Wir haben jetzt also zwei Möglichkeiten, wie wir Bootstrap einführen können in unsere Seite. Entweder wir nehmen uns einfach den gesamten Block, am besten von Boots Watch, wo schon sehr, sehr viel vorgestylt ist, wenn man irgendein Theme nimmt, welches dem eigenen geplanten Theme nahe kommt, muss man nicht so viel individualisieren. Oder man nimmt sich das Plain-Ding und entscheidet eben selber, was man hier reinnimmt und was man nicht reinnimmt. Und jetzt wird es interessant. Völlig egal, welche von beiden Varianten ihr verwendet, kann man, wie gesagt, auf dieselbe Art und Weise das Bootstrap individualisieren und gestalten, damit es so schön aussieht, wie man das selber gerne hätte. Hauptsache, es hat Dark Mode, den können wir ja eventuell einbauen und ausprobieren. Bei unserem vorherigen Vorgehen ist es ein bisschen schwieriger, weil wir hier Standard CSS haben, aber wenn wir unser CSS per SAS zusammenbauen würden und einfach vorher noch Bootstrap einkluden, ist es wieder dasselbe Vorgehen. Und auch wenn wir es alles von Hand in eine CSS-Datei reinschreiben, dann ist es auch dasselbe Vorgehen. Jetzt gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man Bootstrap modifizieren kann. Ich erzähle euch beide Möglichkeiten, ich rate euch aber sofort von einer der beiden ab. Dark Mode in Dashboard ist nicht mehr berechtigt, sich Dev zu nennen. Oh, ethische Gründe und so. Okay. Wenn ihr wirklich ganz, ganz wichtige Core-Sachen von Bootstrap verändern müsst, dann kommt ihr um die eine Methode nicht rum, aber ich würde euch grundsätzlich davon abraten, das zu tun. Ein Beispiel davon, und das ist wirklich das Einzige, das mir einfällt, ist die Anzahl der Rows im Grid zu verändern, die Breakpoints zu verändern, also an welchen Pixeln die Breakpoints sitzen, oder das Gatter zu verändern. Und diese drei Sachen würde ich euch empfehlen, niemals zu verändern. Wenn das mal der Fall ist und unbedingt sein muss, dann habt ihr nur eine einzige Chance, das zu tun. Dann müsst ihr hier nach Variablen ein paar Leerzeichen machen und eine eigene Variablendatei einfügen. Hier sind alle Variablen drin, auf denen Bootstrap basiert. Und da befinden sich, da sind die Farben, die vorhin erwähnt wurden, befinden sich irgendwo die Breakpoints in Pixelangaben. Hier sind sie zum Beispiel, genau, XS, SM, MD, LG, XL. Und eins drunter ist immer das vorherige, also MD ist von 768 bis 991, LG ist von 992 bis 1199 und XL ist ab 1200 und so weiter. Dann kann man das da nehmen und in einer eigenen Variablen-Datei nochmal reinschreiben. Ich mache das kurz, nur zum Beispiel. Variables. Und dann schreiben wir das da rein und geben zum Beispiel dem XL dann 1400. Und dann bauen wir in unserem Include Import Variables. Und dann wird diese Variable, die da definiert wurde, hier überschrieben.
Wir können jetzt zum Beispiel das Blau von Bootstrap überschreiben lassen. Dann müssten die Buttons eine andere Farbe bekommen. Das müsste dieses Indigo sein. Indigo oder Purple. Ich weiß nicht genau welches. Aber dann müsste die Color Map wieder angepasst werden und so weiter und so fort. Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Primary. Primary, ja, das wird hier gemappt aus Blue. Und dann steht das da schon überall drin. Wir nehmen mal Primary und gucken, ob es funktioniert. Wir gucken einfach, ob es funktioniert. Doppelpunkt und jetzt schreiben wir da rein Red und dann werden eventuell unsere Buttons Red. Aber, wie gesagt, das ist der Weg, den ich nicht empfehlen werde. Dark Reader, ist jede Website im Dark Mode? Ah, kann man die Stats in der Variables in Bootstrap nicht ändern? Das ist ja ein... Du solltest die auf keinen Fall dort ändern. Manu3STTV, Hamsterler bist du. Ja, vielen Dank für den Follow, schön, dass du da bist. Das ist ja ein Node-Module. Also wenn du dir das runterlädst, du solltest niemals externen Source-Code verändern. Dann bist du nämlich nicht mehr updatefähig. Deswegen macht man eine weitere Datei und überschreibt einfach. Jetzt speichern wir das und gucken mal. Nee, war nicht die Farbe, die wir haben wollten. Nicht so wild. Müsste ich jetzt genauer nachgucken, was ich exakt ändern muss dafür. Aber wenn man jetzt die Breakpoints verändern möchte, die Gattergröße verändern möchte und so weiter, dann hat man nur die Chance, weil ansonsten müsste man unendlich viele automatisch generierte, in Schleifen generierte Klassen anpassen im Nachhinein. Aber die Sache ist folgende. With the eyes in your face, my legs are covered in outer space. Space Pants! Space Pants! Chuxor is wearing Space Pants! Das muss zwischendrin sein. Für Space Pants ist immer Zeit. Alter, ich habe vor einem anderen CSS-Framework immer die Variablen in Node-Modules verändert. Du hast mit der Aussage mein Leben verändert. Oh Gott, echt jetzt? Ach du meine Güte. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, weil dann würdest du beim nächsten Update, sind die alle platt und du weißt gar nicht mehr, was du gemacht hast. Weil du auch gar keine Versionshistorie davon hast und so weiter. Das ist also genau die Stelle, in der man einschreitet, nach den Variablen, die Variablen mit den Originalnamen nochmal zu überschreiben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man geht damit einen Blutvertrag mit Bootstrap ein, nämlich die Hoffnung, dass die Variablenstruktur und die Benennung von Bootstrap möglichst lang unverändert bleibt. Und wir hatten ein Beispiel, nur als Beispiel mal anzubringen, ein Projekt, nur gegen mein Erstgeborenes. Wir hatten ein Projekt und da habe ich gesagt, wir machen das nicht, weil wir damit uns darauf verlassen, dass der interne Zustand von Bootstrap sich nicht verändert und wir greifen darauf zu und verlassen uns da drauf. Oder hoffen darauf, dass das möglichst lange nicht passiert. Und noch bevor das Projekt abgeschlossen war, gab es ein Bootstrap-Update. Und wichtig, das war ein Minor-Change, also nicht ein Major, ein API-Breaking-Change, sondern ein Minor-Change. Aber der hat trotzdem intern die Variablen verändert. Ist ja auch klar, die internen Variablen sind nicht die API von Bootstrap. Die API von Bootstrap sind die Klassen. Nach Ausnahmen, die sich nicht verändert. Aber das interne Verhalten hat sich verändert und plötzlich haben diverse Module nicht mehr funktioniert, weil wir einfach Variablen neu gesetzt haben, anstatt sie zu überschreiben, weil die plötzlich anders hießen. Dann haben wir die nicht mehr überschrieben, sondern einfach Variablen gesetzt, die es in Bootstrap nicht mehr gibt. Und dann mussten wir erstmal rausfinden, wie die Variablen überhaupt heißen, wie die Zuordnung ist. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Vor allem macht es das sehr schwer, weil ihr könnt in Bootstrap nicht alles über Variablen steuern. Wenn ihr jetzt Dinge verändern wollt, müsst ihr teilweise eigene CSS-Dateien anlegen, um die Sachen zu verändern, die Bootstrap nicht mit Variablen
macht. Und teilweise müsst ihr in die Variablen reingehen und herausfinden, welche Variable jetzt da dazugehört. Das macht das Bearbeiten sehr, sehr umständlich und fehleranfällig. Und wehe, da ändert sich was. Wie gesagt, ich hatte bei dem Projekt von Anfang an geraten, das nicht zu tun, und wir wurden trotzdem dazu gezwungen, es zu tun. Und noch bevor das Projekt in den Release kam, ist das zum ersten Mal passiert. Und wir mussten wieder übers Projekt rüber und diese ganzen Variablen fixen. Da bricht doch erstmal das Dev-Team der Firma in Tränen aus bei so einem Case. Ja, wirklich, es ist wirklich so. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das auf eine sichere Art und Weise tun könnt. Warum rate ich euch, nicht die Breakpoints zu verändern? Breakpoints sind relativ egal. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber sie sind relativ egal. Die Bootstrap-Breakpoints sind recht homogen verteilt über den Bereich, bis man im regulären Desktop-Bereich ankommt. Da muss man nichts dran verändern. Ob der beim Desktop größer, größer und noch größer wird, ist eigentlich egal. Wichtig ist dieser kleine Bereich. Und in dem sind die sehr homogen verteilt. Und da muss man eigentlich niemals selber eingreifen. Das haben die sehr, sehr klug und gut gewählt. Und auch das Gatter von 30 Pixeln entspricht in der Regel, die sind schon gut, genau, das will ich sagen. Das Gatter von 30 Pixeln ist auch in der Regel das, was Designer sowieso designen. Meistens werden Zwischenabstände von 30 Pixeln gewählt. Und wenn nicht, dann sagt man von Anfang an den Designern, wir verwenden übrigens Bootstrap, achtet bitte darauf, dass wir Gatterabstände von 30 Pixeln haben. Das funktioniert in der Regel auch, und dann sagen die Designer, okay, machen wir, und dann stellen sie sich in ihren Grid-Generatoren ein, dass sie ein 30-Pixel-Gatter haben und gut ist. Und damit habt ihr dieses riesige Problem los. Und wie gesagt, selbst wenn, dann nicht mehr anfassen als nur diese Punkte. Also nicht anfangen, irgendwie Buttonfarben oder so über die Variablen steuern zu wollen. Das wird echt heikel. Jetzt zeige ich euch in beiden Fällen, wie man das richtig machen würde. Also ich sag mal, richtig ist ein bisschen polemisch, wie man das so macht, dass es eine möglichst geringe Kohäsion zu Bootstrap hat. Nämlich, indem wir nur die Außen-API verwenden und nicht die Innen-API. Als allererstes machen wir unsere Variablen-Datei wieder zu. Die von Bootstrap, die interessiert uns nicht mehr. Unsere eigene Variablen-Datei interessiert uns. Wir wollen nichts überschreiben von Bootstrap. Weiß nicht, ob wir da irgendwas brauchen. Mal angenommen, wir wollen jetzt ein eigenes Formular machen. Ihr kennt das noch vom CSS-Grundkurs. Wir legen uns in unserem SAS-Folder jetzt ein neues Directory an. Wir nennen das jetzt mal Base. Und da rein machen wir ein neues Stylesheet und nennen das Form SCSS. Und hier machen wir jetzt unsere Individualisierungen rein, die das Formular betreffen. Grüß dich, Dragoman. Also gehen wir, machen die Package.json weg, Bootstrap brauchen wir nicht und das CSS auch nicht. Hier rein, und das ist wichtig, wie ich es auch schon euch gezeigt habe beim CSS-Grundkurs. Zuerst kommen die externen Imports. Das sind eure allerunterste Applikationsebene, allerunterste Applikationslayer. Interessanter Punkt, weil das ist genau die gleiche Terminologie, die ich auch bei C-Sharp verwende. Da macht man genau das gleiche Vorgehen. Jetzt kommt der nächsthöhere Applikationslayer, die Basisveränderungen. Sehr, sehr allgemeine Veränderungen. Da sind wir jetzt im Bereich von Base und Form. Da würden jetzt alle Base-Sachen kommen, dann später alle Elements, dann alle Components oder wie auch immer diese Folder heißen. Wir importieren jetzt also alles, was Base ist und so weiter. Und wir gehen in einem Step immer weiter runter. Aber wir kümmern uns jetzt nur um die Basiselemente, weil Bootstrap ja nur Basissachen macht. Und jetzt können wir in unserem Form-SCSS Dinge verändern. Das erste, was man in der Regel möchte, ist, dass die Ecken von den Eingabefeldern nicht mehr abgerundet sind, sondern eckig. Dann gucken wir uns das an. Ich schiebe es jetzt mal nach rechts rüber. Haben hier das Input und dann suchen wir, wo wir einen Border-Radius haben. Da steht da schon, 0,25 Rem auf Form Control. Das heißt, wir nehmen genau diese Klasse von Bootstrap, exakt die gleiche. Schreiben die hier rein und sagen Border-Radius 0 und speichern das.
Jetzt warten wir kurz, bis das gebaut wurde. Dann aktualisieren wir und schon sehen wir, dass die Ecken nicht mehr abgerundet sind, sondern eckig sind. Warum funktioniert das? Mit demselben Selektor. Weil diese Definition zuerst kommt und dann kommt unsere Definition, die die gleiche Dominanz hat, also überschreibt sie die von Bootstrap. Und zwar nur das eine Attribut, welches wir gesetzt haben. Wir sehen das hier. Form Control von uns aus Form SCSS, Border Radius 0, überschreibt hier Form Control, das steht jetzt auch Forms SCSS, das stimmt natürlich nicht, das kommt eigentlich aus Bootstrap. Hier ist es durchgestrichen. Genau, die Dominanz. Hier geht es um die Dominanz. Und das Schöne daran ist, dass man bei dem Vorgehen den Selektor nicht überpräzisieren muss, sondern man kann ihn gleich machen. Man muss nichts on top setzen. Und dasselbe können wir jetzt zum Beispiel auch noch mit den Buttons machen. Wenn wir hier reingucken, müssen wir schauen, wo ist das beim Button? Und dann sind wir schon, dann haben wir schon fast unser Flat Theme fertig gemacht. Border Radius, ich sehe ihn gerade noch nicht. Da ist er, einfach nur auf BTN. Also gehen wir her, auch unter Base, legen ein neues File an, mit einem Unterstrich, Buttons. Oh, habe ich keinen Type ausgewählt. Nochmal. Achso, ja klar. So. Unterstrich Buttons scss.btn und sagen Border Radius 0. Jetzt müssen wir Buttons natürlich auch noch inkluden. Gehen wir also hier wieder her. Import Base Buttons. Wenn das jetzt hier gleich fertig gebaut wurde, aktualisieren wir und wir sehen, dass die Buttons jetzt alle wunderschön eckig sind. Und schon haben wir die Buttons aufgehübscht für unser eigenes Theme. Und so kann man mit allem Möglichen vorgehen. Die Farben von den Buttons zu verändern ist ein bisschen trickreicher. Wir können hierher gehen und bei den Inputs zum Beispiel sagen, mach mal hier den Fokuszustand. Dann sieht man, dass hier bei Form Control Focus der Box Shadow kommt und dann kann man ihn zum Beispiel resetten, wenn man das nicht haben will. Mach's mal richtig wild und individuell. Zum Beispiel Border Radius 50%, so vielleicht. Bestes Inputfeld EU West. Okay. Ja, und dann kann man eventuell sagen, ja, ich möchte gerne die Border Color verändern oder den Box Shadow ganz deaktivieren und so weiter und so fort. Das ist relativ einfach. So erkennt man es besser. Ja, man erkennt einen kleinen bisschen Unterschied zwischen dem Blau und dem Grau. Den sieht man natürlich sehr deutlich. Der Vorteil hier ist, wenn ihr einfach nur hergeht und kleine Überschreibungen macht. Das ist jetzt ja wirklich wenig. Da kann natürlich deutlich mehr dabei sein. Wir machen gleich noch eine Farbveränderung der Buttons. Dann greift ihr nicht auf den internen Zustand, den internen Code von Bootstrap zu. Auch wenn es nur die Variablen sind, in Anführungszeichen. Und wenn da Veränderungen sind, geht's nicht mehr, sondern ihr wisst genau, höchstens, wenn ein Major Update, also die erste Zahl der Versionsnummer, wenn die sich verändert, dann kann es erst sein, dass meine Überschreibungen eventuell an manchen Stellen nicht mehr funktionieren. Hallo, mein Constructor. Ansonsten und selbst so von einer Version zur nächsten verändert sich da das meiste nicht. Das heißt, das ist sehr, sehr, sehr update-freundlich, dieses Vorgehen. Und zum anderen, mal angenommen, ich würde jetzt diesen Button verändern über Variablen. Wenn ich dann wissen will, wie ist mein tatsächlicher Zustand von dem Button, muss ich erst in meine Variablen-Datei gehen, muss nachgucken, ob ich dort finden kann, welche Variablen mit dem Button überhaupt zu tun haben, um dann nachzuvollziehen, was überhaupt zusammenfließt innerhalb von Bootstrap, um meinen Button zu erstellen. Und das ist teilweise ziemlich umständlich.
Und jetzt gehen wir mal vor und verändern die Farbe von dem Button. Wir machen den jetzt, die sind gerade blau. Wir machen den einfach auf Forest Green oder so. Und zwar den Primary Button. Also gucken wir uns an, woher kommt bei dem Button gerade die Farbe. Hier, Button Primary, haben wir eine Border Color und eine Background Color. Das ist ein Punkt, wenn ihr Buttons selber macht, würde ich euch das immer empfehlen, wenn ihr irgendwie mit Borders zu tun habt und der gleichfarbig sein soll, macht immer eine Border hin. Und macht die einfach mit derselben Farbe. Das macht vieles einfacher, wenn ihr dann mal noch eine Ghost Button Variante haben wollt, weil wenn da die Border fehlt, dann kommt alles durcheinander. Also, wir haben in Button Primary einfach nur drei Farben drin. Ja, Border 0 eben nicht, weil dann ist dein Button kleiner. Das ist das Problem da dran. Und dann hast du einen Ghost-Button, da ist dann eine Border drumherum, dann ist der auf einmal 2 Pixel größer. Dann musst du wieder die Width und die Height anpassen und so weiter. Die einfachste Variante ist, die Border-Color jedem Button eine Border zu geben und die Border-Color gleichzusetzen. Wenn ihr so Sachen macht und ihr euch nicht sicher seid, selbst wenn ihr Bootstrap nicht verwendet, kann ich euch nur empfehlen, zu schauen, what would Bootstrap do? Gucken, wie macht's Bootstrap, die wissen's. Ich zeig dir das. Wir haben hier eine Höhe von 24, dann 6 und 6 und eine Border von 1. Das gesamte Ding hat also eine Höhe von 38, da steht's. Wenn ich jetzt die Border wegmache, Border None, dann müsste das eigentlich... Ja, jetzt ist es nur noch 36, weil ja hier die Border fehlt. Drumrum. Und dann musst du die interne Width wieder verändern. Oder das Padding. Ja, die Height und das Padding. Beides zusammen. Und das ist bei Buttons verschiedener Größe. Ja, aber du willst die beiden nebeneinander haben. Und es ist viel umständlicher, die ganzen Größenangaben anzupassen, als einfach nur die Border mit derselben Farbe zu belegen. Das ist halt viel, viel einfacher. Braucht viel weniger Code. Und ist leichter zu warten. Vor allem bei Browsern, jetzt kommt noch das dazu. Es gibt ja noch Browser, die setzen die Schrift innen drin unterschiedlich. Und dann hast du zwei Buttons, die unterschiedlich ihre Größe berechnen. Und dann sitzen auf einmal der eine Button, die Schrift 1 Pixel höher als beim Button daneben. Alles gleich machen, hast du die wenigsten Probleme. Doch, doch, ich sag's euch. Ich sag's euch aus weiten Jahren der Erfahrung, das will man haben, das so zu machen. Das will man wirklich haben. Also, wir machen unseren BTN Primary. Wir sind 50 Jahren UI-Erfahrung. Und machen jetzt eine neue Color rein. Haben wir hier Forest Green 208B22. Wir bleiben mal bei der Color White. In der Regel ist es übrigens so, wir haben hier unsere Variablen und dann macht man hier irgendwie sowas wie Color White, Doppelpunkt, White und dann Color Forest Green. Jetzt machen wir es einfach mal Forest Green. Das könnten natürlich auch CSS-Variablen sein. JavaFX ist einmal nein, aber das ist auch nicht das Thema. Und dann schnappt man sich das und packt das noch dahin. Haben wir die Variablen überhaupt schon eingebunden? Ah ja, nee, die müssen wir jetzt neu einbinden, genau. Die Variablen zählen jetzt nur noch für uns, also rein mit denen. Wir hatten gerade schon einen Fehler gesehen, dass er nicht gefunden hat. Genau, ich empfehle die CSS-Klassen direkt zu überschreiben, weil man dann nur mit der Außen-API von Bootstrap arbeitet und die verändert sich höchstens bei einem Major-Update und selbst dann nur geringfügig. Und das andere war noch, das habe ich noch, aber das kannst du vielleicht nachgucken, es ist sehr viel komplizierter, wenn man sowohl das CSS als auch die Variablen suchen muss und gucken muss, wie führt eigentlich alles zusammen. So, jetzt machen wir F5 und jetzt haben wir grüne Buttons, die aber beim Hover immer noch blau werden. Dann gucken wir uns den Button nochmal an und aktivieren kurz den Hover State. Und dann sehen wir, dass wir hier so einen relativ verrückten Selektor haben.
Und irgendwo. Ah, hier. Ah, nee, der geht ja sogar. Das ist tatsächlich nur Hover in dem Fall. Ja. Da ist eine andere Farbe drin. Also, wir haben ja hier Sass, machen wir und Hover. Und jetzt machen wir einen. Jetzt machen wir einen Ghost-Button daraus. Border Color überschreiben wir. Wir wollen ja die neue Farbe hier haben. Die Background Color machen wir zu transparent. Und die Color an sich machen wir zu Forest Green. Das ist was, was recht häufig gerne gemacht wird. Und dann refreshen wir das Ganze. Und dann haben wir, der sieht natürlich auf dem Hintergrund, sieht es doof aus, aber hier oder hier kommt es dann relativ cool. Dann hat man so einen Button mit einem Ghost-Hover-Effekt. Und das war jetzt ziemlich einfach. Gell? Da habe ich nur so ein ganz kleines bisschen Code und alles, was ich individualisiere, habe ich auf einen Blick. Wenn ich das irgendwie mit Variablen mache, dann ist es halt unsichtbar und ich muss jedes Mal hergehen und suchen, welche Variable damit zu tun hat. Ja, genau. Eine Linie drumrum und der Text innen drin und der Rest ist durchsichtig, ist ein Ghost-Button. Und so könnt ihr eigentlich, auf die Art und Weise könnt ihr alles Mögliche an Bootstrap individualisieren. Und wenn man sich das jetzt anguckt, okay, diese Box ist noch nicht so geil, aber das sieht jetzt schon nicht mehr nach Bootstrap aus, gell? Abgesehen davon, dass da halt Primary drin steht, da würde natürlich was anderes stehen. Und diese Linien da drumherum, ja, diese Shadow Outlines, die kann man ja auch noch wegmachen. In der Regel macht man Outline None bei Buttons. Aber das ist, glaube ich, ein Box-Shadow. Stimmt, der Outline None ist schon da. Das war ein Box-Shadow. Gucken noch mal den hier. Sagen, der ist jetzt Active. Nee, Focus. So. Und dann haben wir hier Primary-Button, Doppelpunkt-Focus und Punkt-Focus, dass man es auch per Klasse forcieren kann. Und dann ist da ein Box-Shadow. Und da haben wir dann auch noch die andere Farbe drin. Also können wir den Fokus dazu nehmen. Huch. Zum Hover, weil der gleich aussehen soll wie unser Hover. Oh, der hat es nicht kopiert, ne? Fokus machen wir noch dazu und dann machen wir allgemein einfach Box Shadow None. Wusste es nicht mal, dass es dafür einen Namen gibt. Durchsichtig ist ja auch eine Farbe. Hamburger-Menüs. Und Refresh. Und wenn man... Na? Fokus? Ja, das andere ist noch Active. Genau, Active müssten wir auch noch hinzufügen. Beim Fokus haben wir jetzt die Variante. Und wir haben den Shadow nicht mehr drum. Und dann machen wir noch Active dazu. Und Doppelpunkt Active. Und man kann natürlich auch noch Punkt Active, Punkt Fokus etc. machen. Bootstrap war... Twitter, glaube ich. Twitter, ja. Ich finde das Menü, man lernt irgendwie, dass dahinter in drei Strichen mehr ist. Irgendwann. Ah, ja, gut, man hat einfach keine große andere Wahl, ne? Auf Mobile zumindest. So, und was fehlt uns jetzt noch? Active? Okay, ja. Active hat einen etwas größeren Selektor, weil der auf Disabled achten muss, ob das Disabled ist. Stimmt. Vorhin hatte ich es noch kurz erwähnt. Da muss man das da verwenden. Not Disabled und Not Punkt Disabled. Falls man zum Beispiel den Button Disablebar machen möchte. So. Und jetzt haben wir immer noch irgendwoher diesen Shadow. Wenn, solange ich die Maus geklickt halte. Ich kann das aber hier nicht erzwingen. Moment. Fokus und Active. Active Focus. Das gibt's auch noch?
Okay. Okay. Man kann natürlich auch einfach sagen, das mache ich auch immer wieder. Im Basisding Box Shadow non-important. Das mache ich tatsächlich auch manchmal, weil in der Regel braucht man niemals auf einem Button einen Box Shadow. Aber ja, man kann theoretisch dann das auch noch hinzufügen. Achso, da muss noch und davor. Jetzt muss ich kurz warten, bis es fertig ist. Es dauert immer ein bisschen, weil es halt ein relativ großer Teil von Bootstrap mit dabei ist. So. Muss man drauf kommen, gell? Ja, also häufig mache ich tatsächlich, auch wenn man Important jetzt nicht unbedingt verwenden sollte, weil es. Oh, stimmt, das liegt tatsächlich auf. Ja, das liegt auf der HDD. Stimmt. So, jetzt. Jetzt passt's. Ich klicke drauf und dann bleibt es so. Das kann man sich auch überlegen, ob das so sein soll, aber ja. Ich würde erstmal nur aus Box Shadows einen Button erzeugen. Ganze Website. Ja. Da oben kann man natürlich genau das gleiche machen. Bevor man diese ganzen Dinger alle da durchnudelt, kann man sich auch überlegen, ob man den Box Shadow halt wirklich nicht per Important wegschaltet. Denn ich kenne kein Projekt aus den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, das jemals auf einem Button einen Box Shadow gehabt hätte. Und selbst wenn, okay, dann überschreibt man es an der einen Stelle halt ausnahmsweise nochmal mit einem Important. Das ist dann tatsächlich nicht mehr so tragisch. Hauptsache, man verwendet es nicht für alles Mögliche und überall hin und her. Das ist ein Fall, den will man eigentlich einfach nicht haben. Shadow of Buttons in den 80ern-Mode, genau wie Sigma Retax. In den 80ern. Schön wäre es gewesen. Da gab es gerade mal 3 Pixel auf dem Bildschirm in den 80ern. Ja. Das heißt, egal welches Element wir uns jetzt eigentlich vornehmen, auch wenn es diese Karte hier sein soll, die wir jetzt gar nicht mehr drin haben. Die Card haben wir rausgenommen, die könnten wir mal kurz noch mit reinnehmen. Wo ist unser eigenes Bootstrap? Card. Da. Dann müssten wir auch wieder die Innenabstände und alles haben. Ja, das sieht das auch wieder schön aus. Und hier könnte ich jetzt genauso vorgehen. Und die Abrundungen wegmachen, die Paddings verändern, etc. Box Shadow der 80er ist bekannt als Scanlines. Ja, Kerle Sven, du bist vielleicht für Arme. Kommt der mir hier so? Ja, tatsächlich habe ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Denn jetzt wisst ihr, wie ihr Bootstrap einbauen könnt, wenn euch das gar nicht interessiert, ob ihr jetzt da ein paar Kilobyte mehr oder weniger habt und von vornherein schon möglichst viel durch ein schönes Theme abgearbeitet haben möchtet. Und dann die andere Variante. So könnt ihr Bootstrap euch mit Sass zusammenstecken und auswählen, was ihr wirklich haben wollt. Und in beiden Fällen würde man so vorgehen, wie wir es hier gemacht haben, damit ihr möglichst unabhängig von allem seid, was hier die interne Struktur von Bootstrap angeht. Macht euch einfach irgendwelche simplen Overrides. Ihr könnt aus der Konsole auslesen, welche Selektoren ihr braucht. Hauptsache, ihr bindet die entsprechenden SAS-Files im Nachhinein ein, dann braucht ihr auch keine stärkeren Selektoren. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das jetzt ging. Man macht einfach kurz ein paar Settings und schon sieht es relativ sch schnell anders aus. Wenn wir die Feiertage mal CSS mehr beibringen und mit Überschreiben mit gleichen Klassennamen ausprobieren. Ja, macht das gerne. Das ist tatsächlich sehr cool. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, ob ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich irgendwas, was euch noch interessiert zu Bootstrap. Wir haben sehr, sehr viel mit dem Grid uns jetzt auseinandergesetzt, wie das funktioniert. Das ist eine der wichtigsten Komponenten. Formulare sind so komplex,
dass ich halt wirklich nur empfehlen kann, auf Bootstrap Form zu gehen und dann das jeweilige Layout oder verschiedene Teile von Layouts zusammen zu kombinieren, dementsprechend wie ihr sie braucht. Man muss halt sehr genau aufs Markup achten, was in welcher Reihenfolge kommt. Und individualisieren, habt ihr gesehen, geht super schnell und einfach. So, danke dir. Ich habe schon etwas mitgenommen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was Bootstrap ist. Ich dachte, das ist nur der Name eines Programms für Webseiten, das auf der Schule im PC ist. Was ist mein präferiertes CSS-Framework? Ich habe keins selber gebaut. Ich verwende tatsächlich am liebsten Bootstrap. Ich verwende meistens nur ein paar Teile aus Bootstrap. Das ist das, was ich euch gezeigt habe. Grid, Tabellen, Formular, Buttons, das ist so, solche Sachen. Modale, also diese Overlay-Fensterchen. Das sind die Sachen, die ich so am häufigsten verwende von Bootstrap. Die sind sehr, sehr gut strukturiert und kann man leicht modifizieren. Die anderen Sachen sind häufig von den Anforderungen her ohnehin so individuell, dass man zu viel umbiegen müsste, da kann man es gleich selber machen. HTWeb 1337. Ich fühle mich so noobig im Umgang mit dem Browser-Dev-Tool. Wusste nicht, dass man Hover und so weiter so easy hinzufügen kann. Das ist ja, das ist eine super praktische Funktionalität, hier solche Dinge zu aktivieren. Ja, ja. Darf ich dich gleich mal fragen, ob ich dich zu einem kleinen Test herausfordern darf? Das können wir gleich machen. Aber wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt, dann, ich guck noch mal kurz, alles klar, ich kenne auch nur so Bootstrap, komplett Eigenbau oder komplett Eigenbau plus Bootstrap Grid. Das ist tatsächlich eine interessante Variante. Es gibt auch ein eigenes Repository, das heißt nur Bootstrap Grid, und dann packt man sich nur das Grid rein. Das Grid ist so ziemlich das Wertvollste da dran, aber die Formulare sind auch echt geil. Also Formulare sind so ein schweres Thema, die wirklich gut zu machen, dass ich nie irgendwie was anderes machen würde, außer das zu übernehmen. Und selbst wenn wir Bootstrap nicht am Start haben, dann kopiere ich mir einfach das CSS von Bootstrap rüber und mache das Formular so. Gut. Dann hoffe ich mal, dass ihr, wenn ihr das mal einsetzen solltet, da eine gute Hilfestellung mitnehmen konntet. Und wünsche euch viel Spaß beim Implementieren. Wenn ihr noch irgendwann mal Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit hier im Stream irgendwelche Fragen stellen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst vermutlich zum JavaScript Kurs 2 oder zum Pixel Art Kurs. Bis dann. Ciao, ciao.